Nein, wir drehen heute nicht Gorillas im Nebel Teil 3, auch wenn das Setting passen würde und der Hintergrund auch. Nein, wir machen heute eine weitere Verbrauchsfahrt, diesmal mit einem Ford Focus Turnier, in unserem Fall in der Titanium-Ausstattung. Und der hat mit an Bord einen 1,5 Liter Dreizylinder-Motor. Und der soll kräftig und trotzdem sparsam sein. Jetzt schauen wir uns mal an, was der hier braucht, während unserer Testfahrt 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Los geht unsere Probefahrt im Ford Focus Turnier. Und wie ich gerade feststellen muss, direkt hier vor mir eine Sperrung. Das heißt, wir müssen einen kleinen Umweg fahren, den müssen wir nachher wieder rausholen. Da gibt es ein Dorffest. Da werde ich wohl nachher mal vorbeischauen müssen. Für alle, die das hier nicht so oft geschaut haben, fahren eigentlich immer die gleiche Strecke, wenn es irgendwie geht. Heute klappt es nicht, aber auf der anderen Seite kann ich so vielleicht nach der Fahrt, da heute Sonntag ist, mit der Familie noch das Dorffest besuchen. Mein Ford Focus hier, der hat den 1,5 Liter Dreizylinder an Bord, ein Benziner. Bevor jetzt wieder geschimpft wird, oh, Dreizylinder, dazu später mehr. Und der liefert hier im Fahrzeug 110 kW bzw. 150 PS maximale Leistung, 240 Newtonmeter maximales Drehmoment und soll laut Ford 5,4 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen und ist hier gekoppelt mit einem sechsstufigen Handschaltgetriebe. Es gibt ihn übrigens auch optional mit einer achtstufigen Automatik. Wie immer bei unseren Fahrten habe ich bei mir das Fahrzeug, naja, so temperiert, dass ich mich wohlfühle. Das heißt, hier 22 Grad ist die Klimaanlage, also auf 22 Grad ist die Klimaanlage eingestellt. Ich habe die Klimaanlage auf die kleinste Stufe eingestellt, was die Lüftung angeht, damit es hier drin nicht so laut wird. Und habe aktuell noch die Sitzheizung an, die mache ich aber jetzt aus, damit wir da nicht irgendwie Werte verfälschen. Und damit fahren wir jetzt wie immer unsere 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn, um mal zu schauen, was denn unser Ford Focus Turnier tatsächlich verbraucht, wenn man ganz normal Auto fährt. Und ja, mehr zum Auto, mehr zum Verbrauch gleich. Unser Ford Focus hier, der hat die Farbe, die nennt sich Dynamic Blau Metallic, kostet 715 Euro und hat für uns heute den Vorteil, dass er sich von dem weißen Hintergrund ordentlich absetzt. Aber jetzt mal zum Design in der Front. Wir haben natürlich den typischen Ford Kühlergrill hier mit viel Chrom an der Front, dadurch sehr prominent. Wichtiger ist aber, das Auto ist 1,82 Meter breit und damit circa 2 cm breiter als der Klassenprimus Golf-Variant. Das Wichtigste für mich an der Front jedoch sind die Scheinwerfer. Der Ford Focus Turnier hat serienmäßig LED-Tagfahrlicht an Bord in einer etwas anderen Signatur, als wir das zum Beispiel von der ST-Line oder von Focus ST kennen. Aber wichtiger ist, ich kann nicht herausfinden, was für Basisscheinwerfer hat er eigentlich. Denn es steht in keiner der Listen drin, ob es Halogen sind oder nicht. Es steht aber drin, dass man LED-Scheinwerfer oder aber sogar intelligente LED-Scheinwerfer dazu bestellen kann. In unserem Fall haben wir das sogenannte Designpaket 3 an Bord. Das kostet 1250 Euro, hat einiges an Zusätzen, was es bietet. Unter anderem eine Sache, die mir bei dem Auto extrem positiv auffällt, nämlich intelligentes Licht. Und das heißt in diesem Fall, wir haben LED-Scheinwerfer an Bord mit einer Leuchtkegelregulierung, mit einer Funktion, die dafür sorgt, dass wir den Gegenverkehr nicht blenden. Das kennen wir auch von anderen Autos. Ich bin mit diesem Auto aber sehr viel im Dunkeln gefahren und ich habe nicht einmal eine Situation gehabt, wo A, entweder nicht vernünftig ausgeleuchtet wurde oder B, jemand anders sich beschwert hat und nach dem Motto Lichthupe, du blendest mich. Das funktioniert hier beim Auto richtig klasse. Wer sich für ein Ford Focus Turnier interessiert, der muss mindestens 22.000 Euro auf die Ladentheke legen. Dafür gibt es den Turnier mit dem 1 Liter EcoBoost Motor mit 100 PS in der Basisausstattung. Ich glaube, die heißt Trend. Wer ein bisschen mehr will, die Titanium-Ausstattung zum Beispiel, das ist das Fahrzeug, das wir hier fahren, mit dem 1,5 Liter 150 PS Dreizylinder, der muss dann schon 28.500 Euro bezahlen. Dafür gibt es aber auch einen wirklich tollen Motor und natürlich deutlich mehr Ausstattung. So, zur Sicherheit habe ich nochmal nachgeschaut und ich habe einen Eintrag gefunden zum Thema Licht. Also der Ford Focus Turnier hat serienmäßig Halogenscheinwerfer und LED-Tagfahrlicht an Bord. Aber jetzt mal zur Seite. Der Wagen hat in der Basisausstattung, also wenn wir die Trend-Ausstattung bestellen, 16 Zoll Stahlräder mit Radkappen an Bord. Unserer hier in der Ausstattung Titanium, der hat 16 Zoll Alus an Bord. Es gibt fürs Auto aber auch 17 Zöller oder 18 Zöller, wobei, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es die 18 Zöller nicht mit den Winterreifen. Ansonsten, der Wagen ist 4,67 Meter lang und damit 10 cm länger als ein Golf-Variant.
Das fällt dann schon auf. Wichtig, was man noch sieht an der Seite, im Grunde genommen relativ unauffällig, aber diese Chromzierleisten hier um die Fenster und auch die Dachreling in Alu, die sind Teile unseres Titanium-Ausstattungspakets. Und dadurch wirkt das Auto, wie ich finde, ein bisschen hochwertiger. Außerdem wichtig, ab der B-Säule abgedunkelte Scheiben, das gilt auch fürs Heck. Und das wiederum ist Teil des Designpakets. Aber insgesamt finde ich, was wirklich bei der Form auffällt, ist diese abfallende Dachlinie, die auch nochmal durch die Fenstergrafik unterstützt wird. Und das sorgt dafür, dass der Wagen noch gestreckter aussieht. Also auf mich macht der den Eindruck eines sehr, sehr langen Kombis. Nochmal ein kurzer Nachtrag zum Thema Basiseinstellung. Wir haben aktuell 8 Grad Außentemperatur, also es ist nicht gerade kuschelig warm, aber dennoch genug für uns, um eine Probefahrt zu machen. Der Motor ist vernünftig vorgewärmt und das sollte den Verbrauch nicht allzu sehr negativ beeinflussen. Wir haben jetzt die ersten paar Kilometer geschafft. Aktuell die Anzeige 7 Liter auf 100 Kilometer, aber ich denke, das wird sich vielleicht noch ein bisschen nach unten einpendeln. Das Fahrwerk des Ford Focus Turnier finde ich persönlich wirklich sehr ordentlich. Der Wagen ist relativ straff, vermittelt damit ein wirklich gutes Gefühl auf der Straße, ist aber nicht unkomfortabel und federt eigentlich alles, was so an Unebenheiten da sein könnte oder hier und da mal da ist, wie jetzt auch hier auf der Landstraße, vernünftig und sauber weg und ist, so wie ich es für ein Kombi erwarte, damit ein gutes Reisefahrzeug. In Kombination mit der Lenkung, die schön direkt ist und die auch bereits im normalen Fahrmodus, wie ich finde, schwer genug ist, lässt er sich wirklich sehr angenehm fahren. Aber, das finde ich toll, dadurch, dass die Lenkung relativ präzise ist, lässt er sich eben auch sportlicher bewegen. Und das in Kombination mit dem Fahrwerk macht wirklich Spaß. So, wenn wir uns das Heck anschauen, fällt wieder auf, klar, abgedunkelte Heckscheibe, Teil des Designpakets und wichtig, wir haben die Titanium-Ausstattung, das heißt, wir haben LED-Rückleuchten. Wichtig beim Auto außerdem, was mir positiv auffällt, ist, dass diese Rückleuchte schön von der Seite reingezogen wird. Ist auch schön dreidimensional ausgeformt, finde ich persönlich eine ganz hübsche Ansicht. Dann haben wir hier neben dem Logo das große Focus-Signet auf der Heckklappe. Die Heckklappe oder das Heck insgesamt relativ einfach gehalten, aber ich finde hier dieses Unterschnittene ganz hübsch. Das gibt dem Auto noch ein bisschen Form, ein bisschen Charakter. Wo wir gerade am Heck stehen, schauen wir doch mal in den Kofferraum. Eine Sache noch, wir haben hier einen Auspuff. Topf oder ein Endrohr, wenn wir uns andere Motoren anschauen oder den ST anschauen, da gibt es dann im Zweifelsfall auch zwei davon. Aber jetzt schauen wir mal rein, was er an Ladevolumen bietet. Der Focus Turnier bietet mit aufgestellter Rückbank 608 Liter maximales Ladevolumen, sind übrigens 3 mehr als beim Golf-Variant. Klappe ich die Rückbank um, sind es 1653 Liter. Das wiederum sind rund 30 Liter mehr als beim Golf-Variant. Da kommt eben die Fahrzeuglänge wieder zur Geltung. Wichtig beim Auto ist aber zusätzlich noch, ich habe hier den Ladeboden, den ich hochklappen kann. Da ist ein bisschen Platz drunter, aber darunter verbirgt sich hier bei mir im Auto, wenn ich das mal umklappe, ein Notrad. Ich kann für dieses Fahrzeug aber auch ein vollwertiges Ersatzrad bestellen oder aber ein Pannenkit. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Volumen des Kofferraums ein bisschen variabel ist. Außerdem eine wichtige Sache bei diesem Variant ist, ihr seht diese Abdeckung hier, die hier. Gibt es bei allen Autos. Was es nicht bei allen Autos gibt, ist, dass ich hier reingreife, an einer Stofflasche ziehe und habe sie draußen. Das gibt es nur beim Ford. Der Focus Turnier in der Titanium-Ausstattung, der hat schon relativ viel sinnvolle Dinge mit an Bord. Aber nichtsdestotrotz hat unser Auto hier noch einiges an Zusatzausstattung und das vor allen Dingen auch in Form von Ausstattungspaketen. Ein Paket, das ich auf jeden Fall empfehlen würde, das ist das Technologiepaket. Das kostet nur 400 Euro, bietet aber dafür wirklich sinnvolle Assistenten. Und zum Beispiel ist damit dabei etwas, was ich richtig klasse finde, nämlich eine Falschfahrwarnung. Und die ist dafür da, dass wenn ich falsch rum auf die Autobahn fahre, das Fahrzeug das akustisch und auch optisch meldet. Und ich denke, das kann bei dem einen oder anderen Fahrer eben dieses Falschfahren bzw. dieses Geisterfahrer-Dasein einfach vermeiden oder vorbeugen. Unser Fahrzeug verfügt zusätzlich über ein Head-Up-Display. Das kostet 450 Euro und da muss ich leider sagen, das Geld kann man sich, wie ich finde, sparen. Denn das ist ein Head-Up-Display, das kennt ihr von anderen Fahrzeugen, das nicht tatsächlich auf die Scheibe projiziert, sondern so eine kleine ausfahrbare Scheibe hat. Und das ist für mich einfach kein vollwertiges Head-Up-Display. Es zeigt zwar die wichtigsten Dinge an, wie zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, die erlaubte Geschwindigkeit, wenn ich denn die Verkehrszeichenerkennung mit an Bord habe und auch hier bei mir im Schaltwagen die Gangwechselempfehlung, aber nichtsdestotrotz für mich kein vollwertiges Head-Up-Display und es zeigt vor allem nichts, was ich nicht auch hier vorne im Cockpit ebenfalls sehr schnell, ohne den Blick stark senken zu müssen, erkennen könnte. In der Basisausstattung kommt der Ford Focus Turnier mit einem sehr kleinen, zwar serienmäßigen Radio
daher das schon die Möglichkeit bietet, einer Bluetooth-Schnittstelle und das auch die wichtigsten Dinge des Fahrzeugs bereits abbildet. Aber das ist sehr klein, das ist hier oben drauf, sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein Spielzeug, zumindest heutzutage. Ich würde eher zu der nächstgrößeren Variante raten, die haben wir hier im Fahrzeug. Das ist ein 8 Zoll Display, vernünftig ablesbar, alle Informationen gut dargestellt. Ich finde so ein bisschen klobig bezogen auf die Menüs, das wirkt alles ein bisschen sehr, ja, sehr rustikal, aber dafür gut ablesbar und funktionieren tut es auch einwandfrei. So, jetzt haben wir die ersten rund 15 Kilometer hinter uns und wie erwartet, der Verbrauch hat sich eingependelt, da wir hier über Land relativ entspannt fahren und in der Stadt natürlich auch das Tempolimit einhalten. Wir sind jetzt bei 5,4 Liter aktuell, die der Wagen anzeigt, also genau dem Wert, den Ford angibt. Ich denke, da wird es nicht bleiben, aber ist doch schon mal ein guter Anfang. Wenn wir uns hier im Ford Focus die Materialien und die Verarbeitung anschauen, finde ich, dass das alles völlig in Ordnung geht. Wir haben hier im oberen Bereich sowohl an den Türen wie auch auf dem Armaturenbrett oder hier im oberen Teil der unteren Hälfte des Armaturenbretts überall Softtouch-Materialien. Wir haben hier so eine metallisch wirkende Oberfläche als Einlage im Armaturenbrett. Die finden wir auch hier in den Türen zum Beispiel nochmal wieder. Finde ich, macht alles einen vernünftigen Eindruck. Darunter haben wir eher Kunststoff, so wie hier unten zum Beispiel in der Mittelkonsole oder hier vorne neben der Klimaanlage, ebenfalls hier an den Türgriffen, zum Beispiel da im unteren Bereich mit den Becherhaltern. Ist aber, denke ich, in dieser Fahrzeugklasse völlig in Ordnung und macht alles einen guten Eindruck. Sehr viel Schwarz in Schwarz. Ich persönlich finde das ganz gut. Manche finden es vielleicht auch ein bisschen trist, aber es wirkt vernünftig und vor allen Dingen, es knarrt nichts, es knarzt nichts, es knackt nichts. Finde ich völlig in Ordnung für die Klasse Fahrzeug. Und das passt alles sehr gut zusammen, ist alles sehr stimmig. Für den Ford Focus gibt es Benzinmotoren mit 85 bis rauf zu 280 PS maximaler Leistung. Wichtig dabei ist, die kleinen Motoren, das sind Dreizylinder, nämlich die 1 Liter und 1,5 Liter Motoren und der große ist dann Vierzylinder. Wichtig außerdem, den großen 1 Liter und die beiden 1,5 Liter Motoren gibt es mit dem 8-Gang Automatikgetriebe oder wahlweise mit der 6-Gang Handschaltung. Dieselmotoren gibt es mit Leistung zwischen 95 bis rauf zu 190 PS. Wichtig hier ist jedoch zu wissen, die beiden kleineren sind 1,5 Liter, die beiden größeren 2 Liter Motoren und es gibt nur für den 120 PS Dreizylinder und den 150 PS Vierzylinder wahlweise das Automatikgetriebe. Was ich nicht finden konnte beim Focus, das ist eine allradgetriebene Variante, aber gut, nicht jedes Auto muss Allrad haben und damit ist hier das Fahrzeug immer frontangetrieben. Der Focus Tonier kommt bereits in der Basis relativ gut ausgestattet daher. Das heißt, ich habe zum Beispiel schon eine manuelle Klimaanlage mit an Bord, serienmäßig. Ich habe zum Beispiel einen Geschwindigkeitsbegrenzer mit an Bord. Ich habe einen Notbremsassistenten mit an Bord. Ich habe einen Lane Assist mit an Bord. Das sind alles Dinge, die das Auto bereits in der Basis bietet. Ich kann natürlich darüber hinaus noch reichlich zum Beispiel auch Assistenz- und Sicherheitssysteme dazu konfigurieren oder andere Ausstattungsmerkmale. Bei diesen Assistenz- und Sicherheitssystemen, da gibt es dann unter anderem eine Rückfahrkamera, da gibt es eine Einparkhilfe und so weiter und so fort. Also relativ viel. Bei uns in der Titanium-Ausstattung ist einiges davon bereits Serie an Bord. Dazu gleich mal kurz eingeblendet die Liste unserer Basis und auch unserer Sonderausstattung, die wir hier im Auto haben, damit ihr mal so eine grobe Idee davon kriegt, was wir hier überhaupt fahren. Ganz interessant finde ich hier, oder ein bisschen spaßig, die Rückfahrkamera, denn ich habe bei mir die ganzen Displays auf die dunkelste Stufe eingestellt, weil ich häufig auch im Dunkeln fahre und dann mag ich es einfach nicht, wenn hier im Auto alles so wahnsinnig doll leuchtet. Und das Lustige ist, wenn ihr morgens früh, jetzt gerade im Winter, losfahrt mit dem Auto und fahrt zum Beispiel bei mir rückwärts aus der Einfahrt raus, dann geht die Rückfahrkamera an und da interessiert es das System anscheinend überhaupt nicht, was ich eingestellt habe. Und damit habe ich hier im Auto tatsächlich das Gefühl, ich werde von einem Halogenstrahler angeleuchtet. So hell ist dieses Display dann. Das heißt, ich kann im Endeffekt erstmal kurz gar nichts sehen und erkenne dann so ganz langsam, dass die Rückfahrkamera angegangen ist. Also das nur so als kleine Anekdote. Ich finde, da hätte man dann vielleicht auch darauf achten können, dass auch dann, wenn man die Rückfahrkamera nutzt, eben dieser Dim-Level eingehalten wird. Denn das blendet wie die Hölle. Sprechen wir nochmal über Praktikabilität und Ablagesysteme hier im Focus Tonier, denn als Kombi muss er da ein bisschen was bieten. Und das macht er, wie ich finde, ganz ordentlich. Ich habe hier in den Türen relativ große Ablagefächer. Ich habe hier links unterm Lenkrad noch ein kleines mit einer Klappe, zum Beispiel super für ein Portemonnaie oder einen Schlüssel. Darüber hinaus habe ich auch natürlich in den hinteren Türen Ablagefächer und ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, in der Mittelkonsole
der Rücksitzbank, wenn ich die runterklappe, auch noch Becherhalter. Hier vorne in der Mittelkonsole finde ich zum einen vorne ein relativ großzügiges Fach. Das beherbergt auch das optionale induktive Ladesystem des Ford Focus. Dann hinter der Schaltkulisse habe ich in der Mittelkonsole ein Becherhaltersystem, das ich wirklich klasse finde. Da sind so zwei Streben drin, die ich einfach so verstellen kann, wie ich es haben möchte. Das heißt, ich kann das wirklich an meinen Becher oder bei mir zum Beispiel an das schmale Portemonnaie anpassen oder ans Handy, wenn ich das da reinlegen will, sodass ich das wirklich für mich konfigurieren kann. Und ganz wichtig, das ist auch ein Deckel drüber. Das heißt, ich kann es zuschieben mit so einer Art Jalousie, dass da eben auch keiner reingucken kann. Finde ich persönlich sehr schön. Links daneben gibt es nochmal neben der elektrischen Parkbremse nochmal ein kleines Fach. Da kann man zum Beispiel auch super einen Schlüssel reinlegen und natürlich gibt es dann nochmal das Fach, in dem Fall oben mit einer zusätzlichen Ablage und darunter mit einem vernünftigen Stauraum und einem weiteren USB-Anschluss. Darüber hinaus gibt es hier oberhalb der induktiven Lademöglichkeit in diesem Ablagefach noch sowohl eine 12-Volt-Steckdose als auch einen USB-Anschluss, den man eben zum Beispiel braucht, um das Mobiltelefon mit dem Fahrzeug zu verbinden, denn natürlich bietet der Ford Focus auch Apple CarPlay und Android Auto und somit eben die Möglichkeit, mein Telefon im Fahrzeug sinnvoll zu nutzen und zu vernetzen. Eine Ablage habe ich noch vergessen, und zwar ist das die hier oben. Das ist die für die Brille oder Sonnenbrille. Finde ich persönlich immer praktisch, zumal man da oben die Fläche so oder den Platz so einfach sinnvoll nutzen kann. Da habe ich zum Beispiel im Sommer dann immer meine Sonnenbrille drin, damit ich nicht lange im Fahrzeug suchen muss, wenn es mir draußen mal zu hell wird. Natürlich hat der Focus auch noch ein Handschuhfach. Das ist übrigens, wie ich finde, normal groß. Passt auf jeden Fall genug rein. Das, was ins Handschuhfach gehört, findet da auf jeden Fall seinen Platz. Unser Fahrzeug hat übrigens auch noch mit an Bord das Ford Navigationssystem mit Bang & Olufsen. Und das sorgt einfach hier im Auto dafür, dass ich nicht nur DAB und DAB Plus an Bord habe, sondern dass ich auch einen wirklich vernünftigen Sound im Auto habe. Der ist jetzt nicht überragend, aber fürs genussvolle Musik hören reicht es mehr als allemal. Wo wir hier gerade so gemütlich fahren, ein bisschen was zum Platzangebot. Hier vorne kann man als Fahrer und auch als Beifahrer sehr ordentlich sitzen. Selbst ich mit einem 1,95 sitze wirklich gut, habe richtig viel Platz, wie man sehen kann, auch noch genug Kopffreiheit über, aber hier ist auch kein Schiebedach oder Glasdach verbaut. Beinfreiheit auch genug, Ellenbogenfreiheit auch und ich kann das Lenkrad schön einstellen, sodass ich wirklich vernünftig im Auto sitze und mich sehr wohlfühlen kann. Bei den Sitzen ist es so, die sind, wie ich finde, sehr ordentlich, sehr bequem, aber könnten ein bisschen mehr Seitenhalt vertragen und das, obwohl wir hier die optionalen Komfortsitze verbaut haben, auf Preis rund 400 Euro. Wenn man den Wagen ein bisschen zügiger fährt, dann merkt man schon, dass man seitlich ein bisschen mehr brauchen könnte. Es gibt ja aber auch noch eine ST-Line, von daher nehme ich an, dass die ein bisschen mehr bietet. Und was mir aufgefallen ist auf der Sitzfläche, also wenn man mit dem Hintern drauf sitzt, da ist in der Mitte ja wie so eine leichte Auswölbung. Also wenn man länger fährt, merke ich die. Vielleicht bin ich aber einfach auch nur zu schwer fürs Auto. Und ansonsten, wie gesagt, Kopfstütze und so, alles gut einstellbar, macht wirklich Spaß, den Wagen zu fahren. Was man zusätzlich noch machen kann, man kann hier vorne bei diesem Sitz die Beinauflage verändern. Finde ich persönlich auch sehr angenehm, gerade für große Menschen. Zum Thema Platzangebot hinter mir, da schauen wir uns gleich bei einem kurzen Stopp an, wie viel Platz ich denn in diesem Kombi habe, wenn ich mich hinter meine Sitzposition setze. So, wie immer der kurze Zwischenstopp, um zu schauen, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz ist nicht verstellt. Bevor ich mich aber hinten reinsetze, noch eine Sache, die wichtig ist, und zwar das hier. Kantenschutz an den Türen, und zwar übrigens an allen Vieren. Jetzt auch richtig. Ist eine Sache, die wir zum Beispiel von Skoda schon kennen. Da heißt das Simply Clever bei Ford. Habe ich das nirgendwo gefunden, dass sie das groß anpreisen. Ich finde es aber eine super Lösung, denn wie ihr sehen könnt, geht von selber rein, hält die eigene Tür heil und im Zweifel ist auch noch die Tür des benachbarten Autos. Jetzt auch mal hinten reinklettern. Mal schauen, ob es geht. Also wie ihr seht, ich passe hinter mich, also Lars hinter Lars. Die Kopfstütze muss ich mal eben hochschieben. So. Kniefreiheit habe ich jetzt eigentlich keine mehr. Ich sitze aber auch wirklich als 2-Meter-Mensch relativ weit hinten. Füße haben kaum noch Bewegungsspielraum. Funktioniert. Ansonsten Kopffreiheit habe ich mehr als genug. Ich denke, für ein Kombi in der Klasse ist das völlig in Ordnung. Unser Ford Focus, der hat einen Dreizylindermotor an Bord, 1,5 Liter. Und wenn man jetzt hier Gas gibt, das kann man jetzt gerade ganz gut machen, finde ich, hört man das auch. Das ist so dieses typische, sag mal, Brüllen oder Surren von einem Dreizylinder. Aber das ist auch das Einzige, wo man merkt, dass es ein Dreizylinder ist. Denn ansonsten läuft er wirklich schön ruhig. Er hat halt diesen typischen Dreizylinder-Sound, läuft aber ansonsten richtig schön ruhig und ganz ehrlich, der zieht unglaublich gut für seine 150 PS und für seine, sag mal, nur 240 Newtonmeter.
Der geht einfach richtig gut ab. Jetzt habe ich hier 70, dritter Gang. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal drauf trete, schauen wir mal kurz. Jetzt schluckt er mal kurz, dritter. Und da ist der dritte. Dritter Gang. Hört ihr es? Geht sofort richtig gut ab. Und ich bin immer noch in dem Normalfahrmodus. Denn unser Focus, der hat drei Fahrmodi an Bord, nämlich Eco, Normal und Sport. Und ich fahre hier ganz im Normalmodus. Wirklich richtig spannend, dass dieser kleine Motor sich so gut anfühlt. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, irgendwas zu vermissen. Weder bezogen auf die Laufruhe, noch bezogen auf die Durchzugsstärke. Macht wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck hier. Und macht tatsächlich richtig viel Spaß. Können wir zum Beispiel jetzt mal beim Überholen sehen. Einfach mal kurz draufgetreten aufs Pedal und los geht die Rakete. Klar, es ist kein Sportwagen, aber für 150 PS und ich glaube 1,4 Tonnen Leergewicht macht der wirklich einen guten Eindruck. Also das ist dieses Package mit dem 6-Gang-Handschaltgetriebe in dem Auto mit diesem 1,5 Liter ist wirklich, wie ich finde, die optimale Motorisierung. Es sei denn, ihr wollt es knacken lassen, dann kauft euch ein ST. Aber das hier ist wirklich für den Alltag toll, weil einfach gut zu fahren. Und wie gesagt, fürs mal ein bisschen sportlicher, ein bisschen spritziger unterwegs sein, ebenfalls toll. Das heißt, Mami fühlt sich wohl beim Einkaufen und Papi fühlt sich wohl, wenn er mal alleine fahren darf. Ja, Chauvinist, ich weiß. Aber das ist tatsächlich so, dass ihr wirklich eine relativ gute Spreizung kriegt bei dem Motor. Sparsam, flott unterwegs, trotzdem ruhig. Finde ich persönlich für so ein Auto wie das hier, das sowohl Familie wie auch eben Papi glücklich machen soll, mehr als nur in Ordnung. Auch wieder vierter Gang bei 80. Geht einfach. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir uns mal kurz hier die Kurve an. Ich fahre mal ein bisschen flotter, um das noch mit dem Fahrwerk zu untermauern. Zweiter Gang. Wie ihr seht, das Auto neigt sich kaum. Super gut unter Kontrolle zu halten. Und dann, wenn ich drauf trete, zieht er ein bisschen raus. Ja, ich merke so ein bisschen die Kraftentfaltung in der Lenkung. Aber das ist wirklich nicht störend. Der läuft einfach sehr, sehr ordentlich. Sehr schön, ruhig, aber eben auch knackig, wenn ich es möchte. So, wir haben jetzt hinter uns nicht ganz 30 Kilometer, also ein Hauch mehr als sonst an dieser Stelle, denn wir fahren gleich auf die Autobahn, liegt aber an der Umleitung vom Anfang und sind eine halbe Stunde unterwegs und haben aktuellen Verbrauch von 5,4 Liter nach der Landstraßenfahrt. Aktuellen Verbrauch von 5,5 Litern nach der Landstraßenfahrt. Das finde ich mehr als in Ordnung. Das ist ein Benziner, das ist kein Diesel mit 150 PS. Also für mich ein sehr, sehr vernünftiger Wert. Mal gucken, wo der am Ende des Tages bleibt und vor allen Dingen auch mal gucken, ob der nur gut anzeigt und falsch tankt. Das schauen wir uns dann nachher in der Zapfsäule an. Aber im Moment sehr ordentlich. Wir fahren jetzt auf die Autobahn und der Wagen hier soll in 9,0 Sekunden von 0 auf 100 sein. Das probieren wir nicht aus. Aber er soll 204 Kilometer pro Stunde maximal schnell sein. Und das könnten wir eventuell probieren. Fakt ist auf jeden Fall, wir werden jetzt bei der Autobahn nach der Auffahrt hier oder während der Auffahrt mal durchtreten. Und mal gucken, wie er da auch in höheren Geschwindigkeitsbereichen noch beschleunigt. Ich bin wirklich sehr gespannt. So, dritter Gang, Vollgas. Zieht vernünftig durch. Ihr hört den Motor. Man hört so ein bisschen den Dreizylinder, finde ich. Schalt mal bei 5,5. Sind jetzt schon bei 140. Zieht immer noch so gut, dass der Mann, der gerade noch überholen wollte, jetzt hinter mir bleibt. 160. Wir haben aktuell freie Fahrt. Sind jetzt bei 180 angekommen. Jetzt kommen erst die Windgeräusche. Geht jetzt mal in die 6. 190. Und lassen mal so lange laufen, wie es geht. Im Moment ist das der Fuß im Bodenblech, aber wie ihr seht, er geht immer noch langsam, aber stetig auf die 200 zu. Das ist immer noch 1,5 Liter mit nur 150 PS. Finde ich sehr ordentlich. Und was jetzt wieder auffällt, ich bin jetzt bei 160. Das fällt mir bei dem Auto insgesamt auf. Der ist unglaublich leise für seine Klasse. Ich weiß nicht, was Ford hier gemacht hat, weil ich hätte das, um ehrlich zu sein, von vielen Autos erwartet, aber nicht zwingend von einem Ford. Versuchen wir mal durchzustarten. Sechster Gang, voll durchgedrückt. Auch hier beschleunigt, gut von 160. Hätte das beim Ford einfach nicht erwartet, dass der so leise ist. Klar, jetzt bei 170, 180 kommen die Windgeräusche. Das ist aber auch völlig normal. Wir reden hier über
eine Golfklasse. Aber der geht wirklich gut. 190, 192, 93, 94. Also der beschleunigt auch hier ohne Runterschalten im sechsten Gang schön durch. Ist jetzt bei 200. Also die Höchstgeschwindigkeit müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der geht auch schneller, da wette ich drauf. 204, wir haben es erreicht. Und 205. Und 206, also damit soll es genug sein. Wir wollen den Verbrauch nicht unnötig hochtreiben. Geht also wirklich sehr, sehr ordentlich. Wie gesagt, 3 Zylinder, 150 PS und dazu, und das kommt auch noch oben drauf, noch ein Zylindermanagement an Bord. Das heißt, wenn ihr die Leistung nicht braucht, schaltet der Einzylinder weg, spart dadurch nochmal Sprit. Also gerade wenn ihr eben Stop and Go fahrt, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, wenn ihr auf der Autobahn oder auf der Landstraße mal so dieses ruhigere Dahingleiten habt, könnt ihr da noch mal was gut machen. Ich werde mich jetzt mal wieder auf die 130 einpendeln und dann schauen wir mal. Aktuell habe ich natürlich jetzt den Verbrauch massiv nach oben getrieben. Wir sind jetzt bei 6,8 Liter. Ist aber kein Wunder, wenn man die ganze Zeit 200 fährt. Jetzt fahren wir wieder 130 und dafür nutzen wir unseren Tempomaten, den ich hier einstellen kann, der in unserem Fahrzeug übrigens auch ein adaptiver Tempomat ist. Das heißt, das Fahrzeug hält die Distanz zum Vordermann ein, die ich einstellen kann, hier über das Lenkrad, macht auch da, wie ich finde, einen sehr ordentlichen Job. Schaue ich mal, bis wir zum Ende der Autobahn kommen, wie dann unser Verbrauch dann aussieht, ob er sich bis dahin wieder ein bisschen erholt hat. Also wenn ihr an der Stelle meckern wollt, haut drauf, ich vertrag's. So, wir sind jetzt wieder angekommen auf dem 120 Kilometer begrenzten Stück, also dieser Teil der Autobahn, die auf 120 km pro Stunde begrenzt sind. Das gibt mir ein bisschen Zeit, um so über das Auto zu philosophieren. Für alle, die es interessiert, ich nehme an, das tut's. Der Verbrauch hat sich ein bisschen normalisiert. Wir sind jetzt nur noch bei 6,7 Liter. Das heißt nur noch, ne? 0,1 weiter runter. Aber ich hoffe, der fällt wieder. Das ist egal. Sprechen wir nochmal über das Thema Bedienung, Lenkrad. Also ich finde, dieses Multifunktionslenkrad, das wir hier im Auto haben, es fasst sich gut an, liegt gut in der Hand, kann man gut einstellen und bietet relativ viele Tasten. Alles schwarz in schwarz gehalten. Dauert einen Moment, bis man sich dran gewöhnt, gerade wenn man wie ich nicht so häufig fortfährt. Aber es ist alles da, was ich brauche. Ich kann das Telefon bedienen, ich kann den Tempomaten bedienen, den ich übrigens hier mal ein- und ausschalten muss, bevor ich irgendwas damit anfangen kann. Ich kann den Limiter einstellen, ich kann die Lautstärke einstellen vom Telefon bzw. von meinem Audiosystem. Habe eigentlich alles im Blick und kann auch darüber hier diesen Bordcomputer hier vorne problemlos konfigurieren und einstellen. Also das ist alles sehr ordentlich, macht einen guten Eindruck auf mich und sind auch nicht zu viele Tasten. Ist, wie ich finde, schnell erlernbar. Darüber hinaus, klar, Blinkerhebel mit Lichthupe, rechts Scheibenwischer, mit Heckscheibenwischer, wobei ich da dazu sagen muss, da gibt es hier außen so ein kleines Drehrädchen für die Einstellung des Heckscheibenwischers. Das finde ich so ein bisschen, na, fimpschig wäre, glaube ich, der richtige Ausdruck. Würde ich mir ein bisschen mehr, ein bisschen besser ausgeformt wünschen. Aber das ist Jammern auf relativ hohem Niveau. Bedienungseinheit hier in der Mittelkonsole. Ich habe im unteren Bereich die Klimaanlage, die sehr vernünftig bedienbar ist, die gut funktioniert, wie ich finde. Da habe ich bisher keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Darüber hinaus halt hier noch die Möglichkeit, die Sitzheizung ein- und auszuschalten, Lenkradheizung, wie bei mir im Auto, ein- und auszuschalten. Und auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel die Heckscheibenheizung an- und auszumachen. Über der Lüftung hier in der Mitte habe ich dann links einen Lautstärkeregler und einen An-Ausschalter fürs Infotainment. Finde ich persönlich sehr angenehm. Ich habe rechts das Thema Tune, also damit kann ich rein- und rauszoomen und halt mein Radio bedienen. Und dazwischen habe ich noch Bedienelemente, nämlich zum einen Play, Reverse und Forward für zum Beispiel das Infotainment. Finde ich so als Direktwahl-Button ist das ganz praktisch, weil es einfach direkt in der Reichweite der Hand ist. Und ich habe hier links noch die Möglichkeit, das Audiosystem zu justieren, das heißt den Ton, den Klang zu verändern. Ansonsten habe ich hier auf meinem 8 Zoll aufgesetzten Monitor eine vernünftige Anzeige. Kartengröße geht völlig in Ordnung, Bedienbarkeit ist gut und ganz wichtig, ich habe hier unten Direktwahltasten drin. Das heißt, ich kann von hier zum Beispiel vom Navigationssystem direkt aufs Audio gehen, also das heißt Radio und auch angeschlossene Geräte. Ich kann von hier aus zum Beispiel aufs Telefon gehen, auf die Apps gehen, auf die Einstellungen gehen. Falls er das ausblendet, was er immer tut, wenn ich eine Zeit lang nichts mache, gibt es hier auf dem Touchscreen einen Bereich, den ich drücken muss, dann wird die Steuerung wieder eingeblendet. Das heißt, so wie hier jetzt, Steuerung ein, dann ist sie wieder da und dann kann ich sie benutzen. Finde ich persönlich sehr ordentlich. Wichtig ebenfalls, ich habe hier Apple CarPlay mit an Bord, funktioniert auch sehr ordentlich. Vernünftiges Menü, ist alles da, was man braucht.
Und um zurückzukommen auf mein normales System, gibt es hier keinen Home-Button, sondern es gibt hier einen Ford-Sync-Button und damit bin ich dann wieder im normalen Ford-Menü, das eben ohne Apple CarPlay funktioniert. Wie ich finde, grundsätzlich eine gute Idee. Einziger Nachteil eben, wenn man die Rückfahrkamera dran Bord hat, wird es hier im Auto sehr hell, wenn man das Auto im Dunkeln startet. So, unsere Autobahnstrecke ist am Ende und wir sind jetzt gelandet bei 6,5 Liter. Finde ich dafür, dass wir am Anfang, muss mal vorsichtig zu sagen, so ein bisschen flotter unterwegs gewesen sind, immer noch einen sehr ordentlichen Wert. Das finde ich, sollte man nicht meckern. Das Auto macht das sehr gut und wie ich insgesamt finde, nach dieser Autobahnfahrt, der Wagen ist für die Autobahn echt gut geeignet. Ich finde auch das mit der 6-Gang-Handschaltung völlig okay. Ich würde mir wahrscheinlich die Automatik bestellen, weil ich einfach da faul bin, gerade bei so einem, sag mal, Alltagsauto, weil ich da einfach den Komfort schätze. Aber auch mit dem Handschaltgetriebe funktioniert das sehr gut. Man muss nicht zwingend aus dem 6. Gang raus, wenn man sich so ab 100 Kilometer pro Stunde aufwärts bewegt. Auch mit dem Tempomaten funktioniert das Zusammenspiel sehr ordentlich. Ich kann schalten, ohne den Tempomaten ausschalten zu müssen. Finde ich, macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich das 8-Gang Automatikgetriebe bestellen, aber das kostet übrigens beim Fahrzeug dann, ich glaube, 2000 Euro extra. So, und jetzt geht es für uns eher so Richtung stadtnahes Gebiet, um mal zu schauen, wie sich unser Ford darschlägt. Aber dazu dann gleich in der Stadt mehr. Schauen wir nochmal ins Cockpit von unserem Ford Focus und da finden wir hier im Fahrzeug Rundinstrumente. Rechts und links, sehr schön groß, sehr gut abzulesen. Finde ich herzerfrischend. Einfach mal nicht nur digital, sondern normale Rundinstrumente, wirklich vernünftig. In der Mitte gibt es eine Zusatzanzeige, unten Motortemperatur, also Kühlwassertemperatur und Benzin, also Tank. Übrigens jetzt nach über 60 Kilometern, nee, doch knapp 60 Kilometern, immer noch über 600 Kilometer Reichweite, aber egal. Darüber gibt es bei uns ein farbiges Display, das unter anderem mir eben jetzt bei dieser Konfiguration anzeigt, wie lange wir unterwegs sind, was der Durchschnittsverbrauch ist, wie weit wir noch fahren können und wie die Strecke aussieht, also die Strecke, die wir bereits zurückgelegt haben. Das ist in Farbe und es zeigt mir hier eben auch die Geschwindigkeitsbegrenzung an, weil wir eben diese Verkehrsschilderkennung mit an Bord haben. Und das ist in der Basis, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Monochrom, also schwarz-weiß. Jetzt hier mit der etwas höheren Ausstattung ist das Farbe. Aber das Paket insgesamt macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Ist gut ablesbar, auch für große Leute mit der Lenkeinstellung zusammen. Wirklich, wie ich finde, sehr vernünftig. Wie wir jetzt gerade hören, hat der Ford Focus mit dem 1,5 Liter Motor nicht nur ein Zylindermanagement, sondern auch eine Stopp-Start-Automatik. Denn sobald ich in Leerlauf gehe und den Fuß von der Kupplung nehme, geht der Motor an der Ampel aus. Geht auch sofort wieder an. Sehr schnell, sehr unmerklich. Also kein System, das stört. So, wir sind jetzt, wie bereits erwähnt, 65 Kilometer rund gefahren. Sind jetzt in der Stadt unterwegs, schon ein paar Kilometer. Und der Verbrauch geht langsam runter. Wir haben jetzt hier aktuelle Anzeige 6,3 Liter. Am Ende der Autobahnfahrt waren wir bei 6,8. Also haben da schon ein bisschen was gut gemacht. Ich denke mal, da geht noch was, aber das sehen wir im Zweifelsfall am Ende der Stadtfahrt. Jetzt muss ich noch einen kleinen Nachtrag machen zum Thema Audiosystem oder Infotainment und das Koppeln von Mobilgeräten. Ich hatte ja gesagt, funktioniert völlig problemlos, tut es auch, Kabel dran, läuft. In meinem Fall ein Apple iPhone 10s, das ich hier anschließe. Sorry für die Werbung, aber es ist halt das Gerät. Es gibt aber dann etwas, das hat mich gerade eben tatsächlich überrascht. Das habe ich mir vorher einfach nicht mitbekommen. Wenn ich mein Telefon anschließe, funktioniert alles weiterhin. Es geht sofort die bei mir Apple CarPlay Oberfläche auf, die wie überall aussieht und die gut bedienbar ist. Was aber dann auch passiert, ist, dass meine aktuelle Route aus dem Navigationssystem gestoppt und gelöscht wird. Und dass ich anstatt bei diesen Direktwahltasten, anstatt des Buttons Navigation, einen Button finde, der heißt Karten. Und damit lande ich immer, wenn ich auf die Navigation drücken will, bei mir in dem Apple-Gerät auf Karten.
Ich habe jetzt noch keine Einstellung gefunden, wo ich das unterbinden kann. Ich finde es aber ein bisschen schräg. Hab das allerdings bei älteren Modellen anderer Fahrzeughersteller auch schon gehabt, dass die Navigation eben nicht mehr aktiv ist, sobald ein Mobiltelefon gekoppelt ist. Finde ich persönlich aber nicht so richtig schön. Das nochmal so kurz als kleinen Hinweis an alle. Vielleicht wisst ihr ja mehr als ich. Vielleicht gibt es tatsächlich im Menü beim Fahrzeug irgendeine Einstellung, wo man das unterbinden kann. Was übrigens hier beim Fahren durch die Stadt auch wieder auffällt, ist, wie leise der Motor ist. Ich habe jetzt hier gerade aktuell 2000 Umdrehungen rund auf der Maschine, dritter Gang. Roll hier gemütlich durch die City und man nimmt den Motor eigentlich kaum wahr. Es ist wirklich, also für mich nach wie vor überraschend, wie gut Ford hier das Auto isoliert hat. Finde ich persönlich ganz klar Pluspunkt beim Thema Komfort. Was übrigens gar nicht geht, das ist hier beim Ford Focus, das hört ihr jetzt, das Geräusch des Blinkers. Es hört sich an wie so ein alter Gaul so. Geht gar nicht. Das kann man besser machen. So, jetzt ist der Gaul tot. Wir fahren weiter durch die Stadt. Übrigens, so muss eine Stadt aussehen. Also nicht nur, dass ich Landshut, das kommt später noch, sehr schön finde, sondern so leer. Liegt aber daran, wir haben Sonntag, aktuell 12.22 Uhr. Also da ist halt kaum was los. Aber so macht Stadtfahren Spaß. Leider ist es damit nicht mehr ganz so repräsentativ, wenn es um das Thema Stop and Go angeht. Aber Gott sei Dank haben wir genug Ampeln, sodass ich immer mal wieder dazu komme anzuhalten, den Leerlauf einzulegen, Fuß von der Kupplung zu nehmen und mein Motor geht aus. Also wir haben auch jetzt immer noch Stop and Go, wenn auch in diesem Fall nicht durch den Verkehr, sondern durch die Verkehrsleitsysteme in Form von bunten Lichtern. Wo ich hier gerade so durch die Gegend gondel, diesen Beitrag, den werde ich jetzt mal ohne Musik schneiden. Das heißt, wir werden auf diese Trailer verzichten. Wir werden einfach mal nur die Informationen, Moderation und so weiter hintereinander packen. Und mich würde tatsächlich interessieren, wenn ihr den Beitrag schaut und ihr kommt bis hierher und hört das, was ich gerade sage. Ist das okay für euch oder sagt ihr, Mensch, das war immer schön, wenn man am Anfang so einen Trailer hat, der einen so ein bisschen abholt, so ein paar bunte Bilder und dann bisschen blödes Gequake vom Lars und dann kommt wieder ein paar bunte Bilder mit Musik und dann wieder ein bisschen Gequake oder sagt ihr, nö, ich will eigentlich die Information, das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert. Fang mit der Anmoderation an, erzähl mir was zum Design, erzähl mir was zum Motor, erzähl mir was davon, wie er fährt, wie er sich anfühlt und so weiter und so fort. Steig aus mit deiner Zusammenfassung, was du insgesamt vom Fahrzeug hältst und dann ist gut. Spar dir die Musik, nebenbei kostet die Geld, ne? Spar dir die Musik und den Aufwand, eigentlich brauche ich es nicht. Denn wenn ich Musik hören will, dann schalte ich die Stereoanlage an. Also würde mich einfach mal interessieren, ob das etwas ist, wo ihr Wert drauf legt. Denn ich finde es schön, aber es ist wirklich Arbeit. Und es ist deutlich mehr Arbeit mit Musik als ohne Musik. Und wenn es keinen Pluspunkt bringt und euch nicht weiterhilft oder euch nicht abholt, dann können wir da in Zukunft auch drauf verzichten, zumindest wenn wir es mal ein bisschen knapper haben mit der Zeit oder wenn wir eben sagen, wir machen jetzt diese Verbrauchsfahrten, dann geht es um Fakten. Da bitte mal eure Meinung, würde ich mich sehr darüber freuen. So, jetzt kommen wir gleich wieder an den Teil der Stadt, den ich sehr mag, nämlich die Altstadt. Jetzt machen wir das Pferd wieder aus und dann schauen wir mal, was das Auto auf Kopfsteinpflaster kann. Also hier jetzt schon ein bisschen unebener, weil das ist so eine Straße, die so ein bisschen dem Flickenteppich gleicht. Das ist schon nicht ganz so schön, aber geht noch. Man merkt aber auch hier, der Wagen, ich sag, ist straff, man merkt das schon ein bisschen. Wird aber vom Sitz auch ganz gut noch mitgenommen. Von daher nicht wirklich unkomfortabel, aber eben kein Luftfederfahrwerk oder sowas oder adaptive Dämpfer. Jetzt kommt aber gleich das echte Kopfsteinpflaster, dann schauen wir mal, was da passiert. So, 3, 2, 1, los. So, eins, was man merkt, bisschen Lärmentwicklung. Das Geknarze kommt nicht vom Auto, das kommt hier von meinem Equipment im Auto. Jetzt wird das Kopfsteinpflaster grober. Jetzt hört ihr so ein Brummen. Ist aber bei 30, glaube ich, nicht so schlimm. Das, was wir jetzt so an Geräuschen wahrnehmen, ist zum größten Teil, wie gesagt, eher mein Equipment als das Auto. Nach wie vor gut und auch die Federung macht hier einen guten Job. Also überhaupt kein Problem. Ich denke,
Das geht absolut in Ordnung. Unkomfortabel ist anders. Und das Kopfsteinpflaster hier ist schon ein bisschen älter. Also es ist schon nicht mehr so eben, wie man aber, glaube ich, auch sehen kann. Geht aber für mich. Klar gibt es Autos, die das besser machen, aber die kosten dann auch deutlich mehr als der hier. So, jetzt kommen wir das alte Pferd. Und weiter auf Kopfsteinpflaster. Jetzt kommt wieder meine obligatorische Ansage und Werbung für meine Stadt. Auch wenn ich hier nicht geboren bin, nur hier wohne. Lasst euch nicht von einem Auto über den Haufen fahren. Auch nicht, wenn es Spezialitäten an Bord hat. Wir kommen jetzt wieder in das, was ich in Landshut am zweitmeisten mag. Nämlich Leute, die nicht Auto fahren können. Nein. Was ich an Landshut sehr, sehr schätze, ist die Altstadt. Ich finde das mit der Kirche, diese alten Häuser, traumhaft schön nach wie vor. Ein Grund übrigens, warum wir hierher gezogen sind, weil es mir einfach sehr gut gefällt. Und ich glaube, meine Frau hat wieder irgendwelche Bonbons in der Blechdose ins Handschuhfach geworfen. Ich werde wahnsinnig. Ja, hört ihr es? Hm, gut. Und das zweite ist das hier. Und das kann man jetzt das erste Mal sehen. Landshuter Christkindlmarkt wird gerade aufgebaut. Ist wirklich schön. Nennt sich Freiung, die Ecke hier. Der Markt ist nicht groß, aber ist umrahmt von diesen alten Stadthäusern und der Kirche. Kleiner, knuffiger Platz. Wenn ihr in der Nähe wohnt und wart noch nicht hier, schaut euch den Christkindlmarkt an und der Weihnachtsmarkt an. Ist wirklich nett. Und die Atmosphäre hier, gerade wenn es ein bisschen dunkler ist, wirklich einfach nur schön. Das nur so nebenbei. Mache ich übrigens, glaube ich, in jedem dieser Videos. Aber ein bisschen Werbung für die Heimat schadet nicht. So, aktuell unser Verbrauch nach der Kopfsteinpflasterfahrt. Immer noch 6,4 Liter, aber wir haben noch ein paar Kilometer und ich schaue da mal, wo wir am Ende unserer Stadtfahrt rauskommen. So, wir steigen wieder ein mit dem alten Gaul hier vorne, mit dem Klepper. Mein Running Gag für heute. Wir verlassen jetzt gleich die Stadt bzw. den stadtnahen Bereich, also die 50er-Zone. Leider hat sich unser Verbrauch nicht mehr verändert. 6,4 Liter aktuell zumindest. Damit sind wir einen Liter im Durchschnitt über dem angegebenen Wert. Finde ich jetzt aufgrund der Witterung und aufgrund der Fahrstrecke und meiner leicht vielleicht zu dynamischen Autobahnfahrt nicht so schlimm. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt mal das Ende der Stadtfahrt. Jetzt geht es noch über Land. Wir haben noch so etwas über 20 Kilometer bis zur Tankstelle. Schauen wir doch mal, was wir dann gleich nachfüllen und ob sich der Verbrauch bis dahin vielleicht noch mal verändert. So, ich probiere jetzt mal die unterschiedlichen Fahrmodi des Fahrzeugs aus. Aktuell fahre ich im Normalmodus. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Das ist normal. Und jetzt sind wir auf Eco. Das heißt hier logischerweise, ja, Gasannahme verändert sich. Der Wagen zieht anders, fühlt sich anders an. Also zumindest am Gas bezogen auf die Reaktion des Fahrzeugs. Schalten wir mal auf Sport. Da soll die, die Kennlinie des Motors ein bisschen straffer werden, ein bisschen fester werden. In der Lenkung merke ich jetzt keinen echten Unterschied. Soll ein bisschen schwerer sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Merke ich so jetzt nicht. Bezogen auf den Motor. Ich denke mal, der Unterschied ist hier bei dem Handschalter nicht so groß. Die Atmosphäre wird auch gerade wieder gestört von meinem Klepper hier, von dem Blinker. Sound ist auch noch da. Ja, fühlt sich ein bisschen anders an, aber nicht wirklich viel. Ich denke, da werdet ihr bezogen auf den Motor mehr merken, wenn ihr den Automatik fahrt. Da wird halt später geschaltet, höher gedreht. Das ist jetzt hier nicht so. Ja, er wirkt ein bisschen agiler, muss ich zugeben. Aber ganz im Ernst, ich bin von dem Motor so positiv angetan. Das brauche ich wirklich nicht. Und die Lenkung, muss ich auch sagen, die ist so gut, auch im Normalmodus schon, dass ich den Sportmodus, das Schwerere, nicht brauche. Und ich mag eine schwere Lenkung, aber das ist wirklich okay. Dann fahren wir mal unseren Rest zu Ende. Sechster Gang, ja, vierter Gang. Jetzt mal eben ein bisschen Gas geben. Fünfter. Bei 90 in sechsten, ganz easy. Unter 2000 Umdrehungen. Hier eine schöne, langgezogene Kurve, wie ihr seht. Der Wagen liegt einfach nur sehr, sehr schön ruhig. Passt gut. Und übrigens Verbrauch jetzt bei 6,3 Litern. Und das heißt, die Landstraße ist anscheinend etwas, was er wirklich mag.
Aber gut, ich roll jetzt mal so Richtung Tankstelle und dann schauen wir uns doch mal an, ob da noch irgendwas Großes passiert. Glaub's noch nicht. Achso, bevor ich es vergesse, eine Sache noch zum Thema Verkehrszeichenerkennung. Der Wagen hier hat einen adaptiven Tempomaten auf Wunsch oder je nach Ausstattung und hat eben auch eine Verkehrszeichenerkennung, auch wieder kaufen oder eben ausstattungsbasiert. Und der hat das Ganze auch als intelligentes System verknüpft. Das heißt, ihr könnt das Fahrzeug so einstellen, dass die Verkehrszeichenerkennung Einfluss auf den Tempomaten hat. Soll bedeuten, kennt ihr von anderen Autos vielleicht schon, wenn eben ich 80 fahre und es kommt ein 60er-Schild und ich fahre im Tempomaten 80, dann akzeptiert der Tempomat die 60 als neue gesetzte Geschwindigkeit und ab dem Moment fahre ich 60, wird die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben oder angehoben, dann wird auch da wieder angepasst. Das finde ich persönlich sehr gut, ist sehr praktisch, vor allen Dingen in Ländern, wo man eben nur 130 fahren darf auf der Autobahn, wo dann mal wieder 110 kommt und solche Sachen. Da könnt ihr einfach relativ sicher sein, dass das Fahrzeug für euch diese Geschwindigkeitsanpassung übernimmt. Das macht so ein System eigentlich recht zuverlässig. Und bis jetzt, muss ich sagen, hat die Verkehrszeichenerkennung von Ford, auch bei Nachtfahrten, die ich schon gemacht habe, in diesem Auto mich nicht enttäuscht, hat gut funktioniert. Jetzt auch wieder, jetzt wird 70 und braucht eine Sekunde, aber da zeigt er an, 70 Stundenkilometer erlaubt, oder Kilometer pro Stunde. Und macht er sehr zuverlässig, sehr ordentlich. Das nur so als kleinen Hinweis, also auch das gibt es hier im Ford Focus, eben die, sag mal, intelligente Verkehrszeichenerkennung in Kombination mit dem adaptiven Tempomaten. Jetzt haben wir uns mit dem Beschleunigen hier so ein bisschen das Geräusch eines Dreizylinders. Ich mag das irgendwie, ich finde das irgendwie gut. So ein bisschen Nähmaschine, aber irgendwie eine nette Nähmaschine. Na gut, ich fahre jetzt mal zu Ende und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir an die Tankstelle kommen. Bin mal sehr gespannt, wie bis dahin der Verbrauch noch sich entwickelt. Aktuell nach meinem kleinen Zwischensprint 6,5 Liter. So, die 100 Kilometer sind fast geschafft. Mein Fahrzeug hier zeigt an 6,5 Liter auf 100 Kilometer und damit 1,1 höher als der angegebene Durchschnittsverbrauch. Aber ich finde, da hat sich ganz gut geschlagen bisher. Das ist für einen Benziner mit 150 PS, wie ich finde, ein sehr ordentlicher Wert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es beim Nachtanken aussieht, wie viel der wirklich braucht. So, das war's. Meine Fahrt 100 Kilometer im Ford Focus Turnier 1,5 als Benziner in der Ausstattungslinie Titanium. Bevor wir über den Verbrauch sprechen, mal ganz kurz was zum Auto im Allgemeinen. Platzangebot hier im Fahrzeug vorne für Beifahrer und Fahrer wirklich ordentlich. Dahinter, denke, für einen kompakten Kombi völlig ausreichend. Ich passe hinter mich, nicht bequem, aber ich passe dahinter. Die Kopffreiheit war erstaunlich gut. Was mir beim Auto sehr gut gefällt, und das habe ich während der Fahrt auch ein paar Mal gesagt, ist das Thema Motor. Denn man merkt hier diesen 1,5 Liter beim Fahren eigentlich überhaupt nicht. Vor allem nicht, weil es ein Dreizylinder ist. Den merkt man, den spürt man nicht, den hört man ein bisschen. Aber der Durchzug ist gut. Die Höchstgeschwindigkeit mit über 200 Stundenkilometer finde ich gut. Und der ist einfach mit dem Sechsganggetriebe wirklich sehr flott, sehr zügig unterwegs, aber auch sehr ruhig und sehr angenehm zu fahren. Was mir beim Auto extrem positiv aufgefallen ist außerdem, das ist das Thema Licht. Denn das habe ich gesagt, wir haben hier dieses intelligente Licht an Bord. Das heißt, es wird alles ausgeklammert, wenn ich mit Fernlicht fahre, was stören könnte. Und ich habe immer einen wirklich gut ausgeleuchteten Weg. Bin mit dem Auto viel nachts oder im Dunkeln gefahren. Das funktioniert einwandfrei. Was mir nicht ganz so gut gefällt beim Auto, das ist zum einen, das habe ich gesagt, die Rückfahrkamera. Die funktioniert super, aber wenn ihr das Auto im Dunkeln startet, wie gesagt, ist dieser Bildschirm nicht gedimmt. Und das ist tatsächlich so, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt gar nichts mehr sehen. Außerdem würde ich empfehlen, auf das Head-Up-Display zu verzichten, weil es eben kein vollständiges Head-Up-Display ist, braucht kein Mensch. Und das Thema Sitze, ja, ein bisschen mehr Seitenhalt wäre schön, gibt es aber mit der ST-Line. Und ich habe das Gefühl, der Sitz ist im unteren Bereich nicht perfekt gepolstert, zumindest nicht, wenn man lange damit fährt, kann aber auch an meinem Gewicht liegen. Jetzt aber zum Verbrauch des Fahrzeugs. Ich bin wie immer gefahren, 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Ich bin etwas anders als sonst auf der Autobahn eine relativ lange Zeit schnell gefahren, um euch mal zu zeigen, was so ein 150 PS Dreizylinder leisten kann, denn ich bin locker über die 200 gekommen. Nichtsdestotrotz, am Ende unserer Fahrt hat mir der Computer etwas angezeigt, was etwas über dem lag, was Ford normalerweise angibt. Denn Ford sagt, der soll 5,4 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Meine Anzeige waren 6,5. Damit hätte ich sehr gut leben können, aber getankt habe ich dann 7,3. Der Unterschied ist schon ordentlich. Nichtsdestotrotz finde ich 7,3 Liter
für das Auto völlig in Ordnung. Vor allen Dingen, nicht vergessen, ich bin auf der Autobahn wirklich flott unterwegs gewesen, zumindest ein Großteil der Strecke. Und ich kann euch außerdem sagen, ich bin mit dem Auto vorher viel gefahren und habe tatsächlich während der Fahrt mehr als die Hälfte Autobahn gemacht. Und auch da bin ich immer flott unterwegs gewesen. Und da hat er mir angezeigt 7,6. Und das finde ich für eine flottere Fahrweise, vor allem wenn man lange Strecken schnell Autobahn fährt, sehr, sehr ordentlich. Selbst wenn ich wahrscheinlich 8 Liter tanken müsste. Der Preis vom Auto geht für mich auch völlig in Ordnung. Den Wagen, wie wir ihn fahren, den gibt es ab rund 28.000 Euro. In der Ausstattung, also mit den ganzen Extras, die wir hier an Bord haben, liegt dabei rund 34.000 Euro. Und ich finde, das ist damit ein Auto als Familienkombi oder für Leute, die halt Platz brauchen. Der ist preislich in Ordnung, der macht vom Fahrspaß her einiges her. Und wie gesagt, dieser 13er ist sparsam und trotzdem recht spritzig.